danke für die Einladung und danke für die Begrüßung. Als ich im Frühjahr an diese Veranstaltung gedacht habe und einen Plan überlegt habe, was ich machen könnte, war mein Gedanke, anhand von geologischen Fakten den Nachweis zu führen, dass es vernünftig wäre, CO2 zu emittieren, beziehungsweise das CO2, die Kohle, die wir schon verbraucht haben, zu recyceln, weil wir das eigentlich für unser Überleben der Biosphäre brauchen. Dazu wird es dann später kommen, denn inzwischen hat ein Bauarbeiter mich auf einen anderen Gedanken gebracht. Und das, was daraus gefolgt ist, das will ich Ihnen hier vorstellen. Der kam zu mir und sagte, wir haben gehört, dass Sie sich mit solchen Sachen beschäftigen. Wir haben eine Baugrube ausgehoben für eine Windkraftanlage und da drin haben wir Löcher festgestellt und das kann doch nicht in Ordnung sein, dass wir eine Windkraftanlage auf Löchern gründen. Und dann habe ich gesagt, das kann natürlich nicht in Ordnung sein, das gucke ich mir gerne erstmal an und das habe ich getan. Und was sich daraus entwickelt hat, das will ich in Kurzform hier vortragen. Es ist so, dass wir in Ostwestfalen sehr viel Windräder haben oder Windanlagen haben. Das hängt mit der geomorphologischen Struktur zusammen. Wir haben den Teutoburger Wald aus Nordwest-Südost-Richtung, der dann in der Umgebung von Paderborn sich mit dem Haarstrang, der aus dem Westen kommt, kreuzt. Und so kommt es dazu, dass wir beispielsweise auch im Raume Paderborn die meisten Windanlagen haben, nämlich inzwischen 547, wobei Sie das mit 10 mal nehmen müssen, um auf die richtige Zahl zu kommen. Hier oben ist es auch noch viel, aber nicht mehr ganz so schlimm. So, in der östlichen und südlichen Umgebung Paderborns, also in Egge und Haarstrang, besteht der Untergrund aus Kalkstein. Und Kalkstein ist, wie bekannt ist, löslich und Kalksteinlandschaften sind verkarstet. Und das spielt hier eine Rolle. Das Gebiet, um das es sich hier handelt, das ist eine geologische Karte des Münsterlandes und hier haben Sie Paderborn und das ist die Paderborner Hochfläche und in diesem Raum befinden sich alle die Windkrafträder, um die es hier geht. Das ist deshalb, man muss deshalb auf die Hydrogeologie etwas hinweisen, weil sie nämlich dazu führt, dass wir einmal die Verkarstung haben und dass wir zum anderen die Paderquellen haben. Denn der Kalkstein befindet sich hier, das ist der Kalkstein hier aus der oberen Kreide, der befindet sich hier in einem etwa 250 Meter dicken Paket, steigt er bergwärts hier nach Süden an. Allerdings wird er dann ab hier überlagert von dichten Mergeln. Und da ja Kalkstein, wie gesagt, zur Verkarstung neigt, ist dieser ganze Raum verkarstet worden im Laufe der Zeit, sodass der Grundwasserspiegel selten in den Flüssen zu sehen ist, sondern meistens darunter liegt. Und dann geht er fast senkrecht bis zu den Paderquellen, die dadurch entstanden sind, dadurch entstehen. Nun, ein verkarsteter Baugrund bedarf besondere Untersuchung seiner Tragfähigkeit, denn schon geringe Verkarstungen erfordern aufwendige Abdichtungen. Ich will Ihnen zunächst einmal ein paar Beispiele für Karstformen zeigen, denn nicht jeder mag damit vertraut sein. Das ist ein Kalkstein, in dem sich ehemals eine kleine Kluft gefunden hat und die ist ausgewaschen worden und anschließend wieder verfüllt worden. Das wäre ein Spaltenkarst hier. Dann haben Sie als nächstes einen Karst, der nicht nur an ehemalige Klüfte oder so gebunden ist, sondern wo die Chemie regiert hat und wo die Löslichkeit am größten gewesen ist, hat er Löcher herausgebuddelt und die sind herausgelöst und die sind dann später wieder zum Teil jedenfalls gefunden, gefüllt worden. Oder wir haben hier Karsthöhlen oder kleine Karsthöhlen oder Löcher, in denen Material transportiert worden ist, das hier unten abgelagert wurde, aber in diesem Falle ist es nicht voll geworden. Oder wir haben große Karstspalten, die durch ein
horizontales Sediment gehen und dann praktisch zig Meter hoch werden können oder mehrere Dezimeter hoch werden können. Und das kann natürlich dazu führen, dass dann im Untergrund sich Karsthöhlen entwickeln. Sie kennen ja vermutlich alle Karsthöhlen aus den Tropfsteinhöhlen. Das ist so ähnlich. Tropfsteine haben wir hier nicht, aber der Mechanismus ist der gleiche. Der ist sehr ähnlich. Der Baugrund im Karst ist konventionell zu untersuchen. Das konventionell habe ich rot geschrieben, weil das eine besondere Bedeutung bekommen hat. Leider, muss ich sagen. Und konventionell zu suchen heißt, untersuchen heißt, wir müssen bohren, wir müssen Kernbohrungen durchführen, und zwar die Kernbohrungen, die nach den Bestimmungen der DIN EN 1997-1 ausgeführt werden. Ich kann Ihnen diese Bestimmung hier nicht erläutern, das würde einen eigenen Vortrag bedeuten, aber das ist hier auch nicht, hat auch keine Priorität hier. So, das sind die deutschen Normen, ein paar Einzelheiten. Im Kapitel 338 Güte und Eigenschaften von Gestein und Fels sind die Eigenschaften an ungestörten Bohrkernen zu ermitteln, nämlich charakteristische Merkmale der Klüfte, wie der Kluftabstand oder die Kluftfüllung oder die Kluftöffnungsweite oder die Durchgängigkeit oder die Dichtigkeit oder die Rauigkeit, frühere Bewegung auf Klüften. Das ist alles sind alles wichtige Punkte, die dabei festgestellt und ermittelt werden müssen. Ich zeige Ihnen hier mal eine Kernkiste mit Bohrkernen aus Kalkstein. Die sind aus der Paderborner Gegend. Und dann können Sie hier schön sehen, dass wir hier so eine Art latente Schichtung noch haben. Da ist aber geschlossen und manchmal sind sie aber auch auseinandergebrochen. Aber wir haben Zonen wie diese oder wie diese oder wie diese, wo das Gestein zerbrochen ist. Und wenn das so ist, dann kann man davon ausgehen, dass wir tatsächlich eine aktive Verkarstung haben. Wenn wir diese aktive Verkarstung haben, was machen wir dann? Wir müssen den Untergrund sanieren, wir müssen ihn abdichten, und dieses Abdichten geschieht mit Felsinjektionen. Und ich zeige Ihnen hier ein paar Beispiele für solche Felsinjektionen. Sehen Sie mal, das ist hier ein Buntsandstein, das ist also nicht aus dem Karst, sondern von einer anderen Gegend, aber das Prinzip ist das gleiche. Es wird abschnittsweise eine Zementsuspension in Bohrlöcher gefüllt, dann eventuell unter Druck. Und wenn man ein bestimmtes Kriterium erreicht hat, dass eine bestimmte Druckhöhe erreicht ist, dann hört man auf. Und wenn man dann das richtig gemacht hat und man macht dann Untersuchungen, Kontrollbohrungen wie diese hier, dann stellt man fest, dass eine ehemalige Kluft geschlossen worden ist. In diesem Falle ist das hier eine Kluft, in diesem Falle auch. Also das wäre eine Zement- oder eine Feststoffinjektion, die gemacht wird. Ich möchte Ihnen jetzt wieder aus dem Paderborner Raum ein Beispiel so einer Feststoffinjektion, so einer Behandlung erläutern, weil das wichtig ist, um das Ausmaß zu verstehen. Das ist hier, wie gesagt, Bauen auf verkarstetem Kalkstein in der Region Paderborn. Die Abdichtung des Baugrundes für die Brücke über den Haxter Grund, das ist hier der Haxter Grund, um die Tragfähigkeit zurückzugewinnen. Wir haben hier 8 Pfeiler, auf denen die Brücke gebaut werden sollte. Und jeder Pfeiler hat hier unten sein Fundament. Und dann sehen Sie hier solche Säulen. Und diese Säulen, bei denen Sie jetzt die Zahlen nicht sehen können, das wird aber gleich kompensiert, sind die Zementmengen, die dort injiziert worden sind, um das richtig zu erreichen. Und das ist hier im Folgenden dargestellt für den Pfeiler 4. Nämlich, das ist jetzt das Fundament in der Draufsicht. Und dann haben wir 5 Reihen. Das ist die Reihe 1, die Reihe 2, die Reihe 3, die Reihe 4, die Reihe 5 und so weiter. Insgesamt sind das 23 Bohrungen in 5 Reihen. Und die sind in 3 Tiefenstufen behandelt worden, verpresst worden. Und zwar von 1 bis 6 Metern, das ist hier da, sehen Sie mal, das ist jetzt der vertikale Schnitt hier durch, in dieser Ebene, das sind jetzt also die Bohrungen,
die seitlich auseinandergehen, damit die Seiten auch abgedichtet werden. Und das sind jetzt hier die Bohrungen, die jetzt schon injiziert worden sind. Und dann können Sie sehen an den Zahlen, welche Zementmengen hier injiziert worden sind. Ich darf Ihnen mal sagen, dass zum Beispiel hier in diesem Abschnitt von 11 bis 16 Meter Tiefe, 11 bis 16 Meter Tiefe, sind 3540 Kilogramm je Meter injiziert worden. Und in diesem hier sind es sogar 4687 Kilogramm je Meter. Das sind also, wenn Sie das jeweils mit 5-mal nehmen, wären aus den 4 Tonnen dann 20. Also das ist hier so gemacht worden. Und insgesamt ergibt sich für alle Tiefenstufen für den Pfeiler 4 eine durchschnittliche Verpressmenge von 1339 Kilogramm pro Meter. Und Sie können sich vorstellen, dass das ein erheblicher Kostenfaktor ist. Das dauert nicht nur Monate, bis man so eine Injektion fertig hat. Das ist in den 1970er Jahren gemacht worden. Ich war damals schon an der Hochschule dort und bin, weil man wusste, dass ich mich mit Injektionen auskenne, gefragt worden, das hier zu beraten. Das haben wir damals getan. So. Nun, die Karsterscheinung an der Oberfläche im Gebiet Hassel. Denn die Bohrung, über die ich hier reden möchte, befindet sich in dem Teil, in dem Gebiet Hassel. Oder man sagt auch das Vorranggebiet Hassel. Und da will ich Ihnen ein paar Karsterscheinungen zeigen an der Oberfläche. Und zwar sehen Sie, das ist ein Acker, wenn man so will, oder eine Wiese. Und immer dann, wenn der Untergrund verkarstet ist, dann sehen wir, dass die Klüfte nach oben durchstreichen, weil sie nämlich beim Regen sauber gewaschen worden sind und beim Regen sind sie dann in die Tiefe gebracht worden, die Materialien, die dort abgelagert waren, zwischendurch. Das wäre so etwas, das hier noch einmal etwas größer. Das ist also, wie gesagt, eine Landoberfläche, ein Acker oder so. Und denn im Frühjahr sieht das so aus, dass praktisch hier viel von dem Boden in die verkarsteten Spalten hineingespült wurde und untergegangen ist. Dann sehen Sie auch einzelne größere Löcher, wie dieses hier. Das sind so etwa ein halber Meter oder so ungefähr. Oder aber Sie sehen Verkarstungshohlräume in einer Reihe. Hier kann man sich vorstellen, dass diese beiden zum gleichen System gehören. Irgendwo ist unten eine große Höhle und in diese Höhle ist das Material, was hier versickert ist, eingebrochen. Und als nächstes zeige ich Ihnen noch so etwas wie eine Endphase, eine kegelförmige Bucht oder eine kegelförmige Grube, die wir im Kalkstein Doline nennen. Das kommt ja vom Balkan, aus Jugoslawien, wo wir ja eine sehr reiche Karstlandschaft haben. Dort hat man das zuerst so untersucht und so weiter. Und wir wissen, dass solche Dolinen bedeuten, dass im Untergrund große Hohlräume entstanden sind, die jetzt diesen ganzen Schutt aufgenommen haben. So. Und hier, das ist allerdings ein politisches starkes Stück, wenn ich mir das so erlauben darf zu sagen, das ist so eine Doline, nämlich die Doline Spielmannskuhle. Und die hat einen Durchmesser von 30 Metern, eine Tiefe von 14 Metern und ist von 1982 bis 1992 hat sich um 1,4 Meter gesenkt. Das heißt, das, was sich gesenkt hat, ist in den Untergrund gegangen. Und obwohl wir hier die Nähe einer Doline haben, hat man trotzdem ohne größere Hemmungen hier ein Windkraft gebaut. Nun, Karsterscheinung in der Baugrube, in dieser Baugrube. Sie sehen jetzt, das ist hier der Rand der Baugrube. Hier haben wir schon den Sohlenbeton drin, diese Betonsohle und die Karst
Elemente, die hier durchgehen, sind hier mal mit den roten Pfeilen markiert worden, um Sie darauf hinzuweisen, dass wir in einem relativ regelmäßigen Abstand solche Karsterscheinungen haben. Nun, das ist hier ausgezeichnet worden, um das ein bisschen deutlicher zu machen. Hier kommt später das Fundament drauf und das sind jetzt hier diese Karsterscheinungen. Und die sind mal geöffnet, mal nicht, mal sind sie mit Material, wie Sie das hier sehen können, gefüllt. Das ist hier noch so ein Rest, der offen geblieben ist. Und hier ist es offen geblieben und hier hat man dann den Lehm in einem offenen Karstloch mit dem Bagger herausgekratzt, damit man vernünftig das gründen kann. Nun, die Baugrunduntersuchungen, um die geht es ja hier, erfolgen neuerdings auch im Karst mit geoelektrischen Widerstandsmessungen. Und das ist auch angewendet worden hier für diese Windenergieanlage 12 in Hassel. Bei diesen geoelektrischen Widerstandsmessungen macht man alle paar Meter Stahlstäbe, legt eine Spannung dran und misst den Widerstand dazwischen und bekommt dann hinterher ein Diagramm, das so aussieht. Und das sind jetzt hier zwei Diagramme für diese Baugrube der WA 12. Sie sehen hier einmal in Nordrichtung und hier in Ostrichtung, also kreuzweise kreuzen die sich. Und was man hier sehen kann, ist, dass wir unterschiedliche Farben haben, die jetzt unterschiedliche Widerstände, unterschiedliche Festigkeiten der Gesteine markieren. Und der Gutachter, der das jetzt hier zu untersuchen hatte, hat das dann folgendermaßen bewertet. Die Gesteinsschichten die Fakten sind zunächst, die Gesteinsschichten ungleicher Festigkeiten werden angezeigt, nicht aber durch Verkarstung entstandene Karstspalten oder Karsthöhlen. Und das ist der Punkt. Wenn Sie hier eine Kalkbank sehen, dann, die verkarstet ist, dann können Sie immer wieder in schönen, mehr oder weniger regelmäßigen Abständen Klüfte sehen, die verkarstet sind, die geöffnet sind. Das sehen Sie hier ein paar Meter daneben, da ist eine, sogar eine Höhle da unten oder diese hier. Hier ist es zu einer Versackung gekommen, denn das ist hier, hat sich hier gedreht und hier haben wir das auch. Das heißt, diese Karstspalten können Sie mit der geoelektrischen Widerstandsmessung nicht erfassen. Und das ist das Problem. Denn Sie beurteilen ja, oder der Gutachter hat das ja danach beurteilt und hat gesagt, hier ist alles okay. Und dementsprechend hat er dann geschlussfolgert, am Standort wurden in geringer Tiefe homogen gelagertes Festgestein ohne Auffälligkeiten oder Störungen im Fundamentbereich entdeckt. Und es sind keine Bohrungen gemacht worden und damit war die Sache gegessen. Wenn Sie bedenken, dass so eine geoelektrische Widerstandsmessung einschließlich Gutachten für wenige tausend Euro zu haben ist, während eine wirklich geotechnische Untersuchung mit Bohrkernen in die Hunderttausende geht, dann kann man vielleicht verstehen, warum man glaubt, das machen zu können. Das ist aber eine Frage, ob dann das der Sicherheit entsprechend dient. Und weitere geotechnische Untersuchungen wurden deshalb nicht durchgeführt. Die Folgerungen sind falsch, denn tatsächlich sind Störungen vorhanden. Sehen Sie mal das hier oder das hier oder das hier. Und gut zu erkennen, Sie hätten zusätzliche Untersuchungen erfordern müssen. Hat man aber nicht gemacht. Was sind die Folgerungen? Die Folgerungen sind, dass Karsthohlräume wachsen und ihre Gefahr für Bauwerke beginnt nicht erst im Stadium von Tropfsteinhöhlen. Schon zentimeterenge Karstkanäle können mit der Zeit Schäden verursachen. Sie werden von den Widerstandsmessungen nicht erfasst, nicht dargestellt und bleiben unerkannt, wie schon die beiden Profile, die ich Ihnen gezeigt habe, beweisen, die keine Karstspalten anzeigen. Geoelektrische Widerstandsmessungen können deshalb keine Kernbohrungen ersetzen.
die für solche Bauwerke nötig in Untersuchung sind, in den Bestimmungen der DIN und so weiter spezifiziert. Der hier dargestellte Untersuchungsumfang wurde bei sehr vielen Anlagen ausgeführt. Erinnern Sie sich an die Zahl, über 500 oder über Tausende solcher Anlagen sind auf der ganzen Paderborner Hochfläche einschließlich Egge, einschließlich Haarstrang gemacht worden. Ich muss eben zurückdrehen. Der hier dargestellte Untersuchungsumfang wurde bei sehr vielen Anlagen ausgeführt. Bei einem Durchmesser der Fundamente von bis zu 30 Metern kann eine kreuzweise Vermessung zwar indirekte Hinweise auf die Bereiche längs dieser Achsen geben, also längs der Achsen, die untersucht worden sind, beispielsweise Nord-Süd und Ost-West, die weitaus größten Zwischenbereiche des Fundamentes, also das sind so ungefähr die Viertel im Nordosten, Nordwesten und so weiter, wurden aber nicht untersucht. Direkte Untersuchung der geoelektrischen Ausnahmen, wie zum Beispiel fester Fels oder Lockergesteine, werden nicht gemacht. Es folgt nur eine allgemeine Annahme nach dem Motto, von anderen Standorten ist bekannt, dass infolge ihrer Nutzung sind die hohen Windkraftanlagen extremen Drehmomenten ausgesetzt. Ein Versagen des Baugrundes stellt bei Anlagen direkt neben stark befahrener Straßen ein erhebliches Gefahrenpotenzial dar. Und die Empfehlungen, die ausgesprochen wurden, die hier vorgenommene Bewertung gilt für die Gründung der WA 12. Auch in anderen Fällen wurde die Baugrunduntersuchung nur mittels Schürfen und geoelektrischen Widerstandsmessungen durchgeführt, sodass der wirkliche Zustand des Baugrundes nicht bekannt sein kann. Dort ist eine Nachuntersuchung erforderlich. Die Erkenntnisse werden zeigen, ob der Baugrund in seinem gegenwärtigen Zustand tatsächlich dicht und belastbar ist oder ob er offene Klüfte enthält und erosionsgefährdet ist. Er müsste dann nachträglich mit Injektionen abgedichtet und verfestigt werden. Das war's.